chestnut, as you've heard many times. We just can't leave this out ever. By one of my favorite girls. She gets hungry for dinner at 8. Loves the theater. Wenn Frank Sinatra den Raum betrat, war das pure Energie. Er war der Mittelpunkt von Las Vegas. Wir alle lebten in seiner Welt. Er sang über das Gefühlschaos, das jeder kennt. Er half uns durch die Nacht. Er verkörperte das amerikanische Lebensgefühl. Mit seiner Musik wurden Frauen verführt. Er war einer der großartigsten Sänger, die es jemals gab. Er sang und hat uns alle verzaubert. Verzaubert, genau. Sinatra, das war der amerikanische Traum. Das Kind italienischer Auswanderer wurde der Star einer ganzen Generation. Doch das Leben im Rampenlicht hatte eine dunkle Seite. Er versuchte, sie zeitlebens zu verbergen. Sinatra verdankte den Erfolg nicht nur seiner Stimme. Hier, das ist Frank Sinatra. Er wollte ein Gangster sein. Das war seine dunkle Seite. Eine schwarze Macht begleitete Sinatras Weg nach oben. Die Mafia. Er war einer von uns. Oh ja, er war einer von uns. Hollywood, Las Vegas, Chicago. Stars, Casinos, Glamour. Für die Mafia ein Riesengeschäft. Wer dich töten lassen kann, hat Macht. Frank Sinatras Erfolg hatte einen hohen Preis. Es war, als hätte er zwei Herzen. Eins für das warme und eins für das kalte Blut. Sinatra hatte enge Verbindungen. Zur Unterwelt, den Chefs der Mafia-Clans. Und zur großen Politik, zum Präsidenten. Das wollte die Mafia für sich ausnutzen. Als dieser Plan scheiterte, hatte das Folgen. Brutal. Sinatra versuchte, diese dunkle Seite zu verbergen. Doch die Mafia hatte seine Karriere fest im Griff. Er riskierte viel, reiste mitten im Kalten Krieg nach Kuba, um einen der gefährlichsten Mafia-Bosse zu treffen. Lucky Luciano war das Oberhaupt. Boss der amerikanischen Mafia. Und Frank Sinatra war sein Freund. Er war kein Opfer, er war Teil der Mafia. Dank dieser Unterstützung hat sich sein Erfolg, sein Vermögen vermehrt. Die Geschichte der gefährlichen Freundschaft zwischen der Mafia und dem Superstar beginnt in einem kleinen sizilianischen Dorf. Mal behauptete Sinatra, seine Familie stamme von der Ostküste. Mal sagte er, sie komme aus Agrigento im Westen. Beides stimmt nicht. In den Hügeln im Nordwesten Siziliens liegen drei kleine Orte dicht beieinander. Corleone, berühmt durch den Film Der Pate. Prizzi, die Ehre der Prizzis. Und Lercara Freddi. Das ist das Kernland der Mafia. Lucky Luciano, der Gottvater der modernen Mafia, wurde in Lercara Freddi geboren. Und aus genau diesem Ort stammt auch die Familie Sinatra. Wir haben in den USA, in Siziliens Kirchen und durch die Arbeit eines Ahnenforschers Beweise gefunden, dass Sinatras Familie aus demselben kleinen Dorf auf Sizilien stammt wie Lucky Luciano. Lucianos und Sinatras Familie haben zur selben Zeit in derselben kleinen Straße gelebt. Sie wurden auf demselben Friedhof beerdigt, in derselben Kirche getauft, am selben Taufbecken. Sinatra versuchte, seine Herkunft zu verschleiern. Er tat das höchstwahrscheinlich mit Absicht. Er wollte verheimlichen, dass seine Familie aus demselben Ort kam wie Luciano. Beide Familien wollten die Armut Siziliens hinter sich lassen, machten sich auf den Weg nach Amerika, ins gelobte Land. Die Lucianos nahmen Kurs auf Manhattan. Die Sinatras gingen nach New Jersey, auf die andere Seite des Hudson. Das Leben war hart.
Die Neuankömmlinge kämpften um die Piers im Hafen, wo die Schiffe entladen wurden. Einmal wurden sogar 5 Männer ermordet. Sie hatten versucht, die Piers unter ihre Kontrolle zu bekommen. Die Italiener lebten auf der einen Seite der Stadt, die Iren auf der anderen. Unerbittlich standen sie sich gegenüber. Und beide hatten ihre Gangs. Doch nur die Italiener hatten die Mafia. Ihr unheimlicher Star war Al Capone. Die Mafia erpresste, beraubte und ermordete, wer sich ihr in den Weg stellte. Für die organisierte Kriminalität war die Prohibition ein Geschenk des Himmels. Der Hafen von Hoboken wurde zum Umschlagplatz für die Schmuggelware Alkohol. Sinatras Vater war Boxer und arbeitete für die Schmuggler. Es war hart, wirklich hart. Hier gab es sie alle, die Schmuggler, die knallharten Jungs unten am Wasser. Auch Sinatras Mutter Dolly pflegte ihre Kontakte in die Unterwelt von New Jersey, um ihre Bar mit Alkohol zu versorgen. In den Straßen von Hoboken lernte Sinatra früh, die Macht der Mafia zu respektieren. Es war eine Form von Macht. Weil sie dich nicht ans Gesetz hielten? Ja, und er auch nicht. Sie gehörten zu den Unterdrückten, kamen aus sehr armen Vierteln, hatten schlimme Zeiten erlebt. Diese Typen waren Helden. Sinatras Mutter war politisch engagiert und für die mittellosen Italiener wie eine gute Fee. Manch einem half sie durch ihre guten Kontakte zur Stadtverwaltung. Andere Gefallen geschahen im Verborgenen. Sie mögen das Wort Abtreibung nicht. Abtreibung? Nein, nein. Eine Abtreibung konnte eine italienische Familie vor dem Schlimmsten bewahren, vor Schande. Der Vater würde die Tochter aus dem Haus jagen. Er würde ihr nie erlauben, etwas mit dem Mann zu tun zu haben. Seine Mutter wollte, dass er seine Wurzeln nie vergisst. Die arme italienische Minderheit von Hoboken. Sie tat es für die Armen, für die Leute, die nicht für sich selbst sorgen konnten. Frank war ein einsamer kleiner Junge. Mal wurde er von seiner Mutter geschlagen, dann wieder mit Liebe und Spielzeug überhäuft. Sie verdiente sehr gut. Und sie gab ihm alles? Alles. Sinatra erzählte später, er sei aus der Gosse zum Superstar geworden. Doch schon als Kind konnte er in einem Bekleidungsgeschäft anschreiben lassen. Seine Mutter zahlte ja. Er sah immer am besten aus. Und er war ehrgeizig, sehr ehrgeizig. Seine allererste Aufnahme war lange verschollen. Seine allererste Aufnahme lag 30 Jahre lang in dieser Schublade. Der Mann von Mary Main, Orchesterleiter Frank Main, ließ Sinatra bei einer Aufnahme singen. Doch die wurde nie veröffentlicht. Wusste Ihr Mann nicht, dass er damit ein Vermögen hätte machen können? Nein, Geld war ihm nie wichtig. Deshalb bin ich arm. Sinatras Ziel lag auf der anderen Seite des Hudson, New York. Als er 17 war, setzte sein Vater ihn vor die Tür und Sinatra machte sich auf, die Jazzclubs von Manhattan zu erobern. Bing Crosby war sein großes Vorbild. Das wollte er auch machen. And he said, I want to do that. Doch der Erfolg blieb erst einmal aus und Sinatra landete wieder auf der falschen Seite des Hudson. Mit den Hoboken Four tourte er durch die Gegend. Sie haben in kleinen Kneipen gesungen, hier und da ein paar Tage gearbeitet.
In der Glitzerwelt von Manhattan lebte der Mann, der Sinatras Träume wahrmachen konnte. Lucky Luciano. Inzwischen der Gottvater der amerikanischen Mafia. Er kontrollierte die Clubs, in denen die Stars auftraten. Sinatras Mutter war bereit, alles für ihren Sohn zu tun. Mit der Mafia war sie aufgewachsen. Und so nutzte sie ihre Kontakte zu Jimmy Blue Eyes Allo, einem Mafioso, der die Familie schon lange kannte. Und auch Frankie Boy von Kindesbeinen an. Allo wiederum hatte gute Beziehungen zu Lucky Luciano. Mein Onkel sagte immer, Luciano sei ein sehr netter Typ. So wurde Luciano auf Sinatra aufmerksam, den aufgehenden Stern am Showhimmel. Sie handelt mit Nachwuchstalenten wie mit Aktien. Der Pianist Chico Schimone trug zeitlebens ein dunkles Geheimnis mit sich. Die Mafia organisierte ein geheimes Vorsingen für Sinatra. So lernten Sinatra und Luciano sich kennen. Der Preis? Stillschweigen. Sinatra konnte niemandem von seinem Treffen mit den mächtigen Männern erzählen. Das Treffen organisierte Lucianos düsterer Stellvertreter Frank Costello. Costello sagte ihnen, jemand wolle einen jungen Mann mitbringen, der angeblich eine gute Stimme habe. Und mir sagte er, dass ein paar Freunde von ihm kommen wollten, um den jungen Mann singen zu hören. Diese Freunde, Gangsterkollegen. Also habe ich ihn bezahlt und er hat gesungen. Die Mafiosi waren beeindruckt. Er war überhaupt nicht nervös. Er sang ein Lied mit dem Titel Night and Day. Nacht und Tag. Not a giorno. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing never. Niemals wollte ich davon erzählen. Meine Lippen waren versiegelt. Die Mafia sah Sinatra als Geldquelle. In ihrem Geschäft geht es um Geld. Es geht nicht um Persönlichkeit. Es geht nicht nur um Auszeichnungen. Es geht um Geld. Sinatra wollte in die Clubs, also musste er für die Mafia arbeiten. Der Mafia gehörte alles, auch die Plattenfirmen, die Musicboxen. Die Mafia diktierte den Disc-Jockeys, welche Lieder sie im Radio spielen sollten. Er hatte also keine Wahl. Ganz und gar nicht. Lucianos Handlanger, Frank Costello, hatte Sinatra mitentdeckt. Kannte Sinatra Frank Costello? Ja, sehr gut sogar. Sehr mächtige Leute. Wer dich töten lassen kann, ist mächtig. Sie konnten einen töten? Und zwar so schnell. Sinatra schloss seinen Pakt mit dem Teufel. Jeder weiß, worauf er sich einlässt. Wenn da eine Falle ist und hier auch eine, versuchst du doch dazwischen durchzukommen. Er wusste, worauf er sich einließ? Er wusste es ganz genau. Broadway, Mazda Lane. The kaleidoscopic pattern of thousands of lights of every hue give a sort of Arabian. Die Mafia konnte ihm geben, was er wollte. Erfolg. Und Sinatra bewunderte ihre dunkle Macht. What's next? Until I hear you at the door. Can't have it all. And he wanted it all. Saturday night is the loneliest night of the week. Und plötzlich lief es gut für Sinatra. Ein bekannter Trompeter engagierte ihn für eine Tournee durchs Land. Oh ja, ich war aufgeregt. Ich wusste zwar nicht genau warum, aber die Aufregung lag in der Luft. Sinatras frisch gebackene Ehefrau Nancy begleitete ihn auf der Tournee. Wenig später schloss er sich dem Bandleader Tommy Dorsey an.
1942 dann das erste Solokonzert am Times Square. Tausende kreischender Mädchen. Eine einzigartige Geräuschkulisse. Überwältigend und beängstigend zugleich. Ein Mythos, eine Legende war geboren. Für mich war es beängstigend, fast unmenschlich. Es übertraf alles, was ich je gehört hatte. Und ich habe auch nie wieder erlebt, dass jemand das Publikum so in seinen Bann ziehen konnte wie Frank. Zauberei. Im Zweiten Weltkrieg wurde Sinatra vom Militärdienst befreit. Er schlug seine ganz persönliche Schlacht in Hollywood. Und wurde zum Leinwandstar. Das war Erfolg. Die Leute wollten ihn. Als Person, als Sexsymbol. Und mit dem Erfolg kamen die Frauen. Wir gingen hinein, das Licht war gedämpft. Alles war wunderschön eingerichtet, wirklich elegant. Die Vorhänge waren beiseite gezogen. Es war eine wundervolle, klare Nacht. Ganz Los Angeles funkelte wie ein Schmuckkasten. Es war einfach wunderschön. Und ich war da zusammen mit Frank Sinatra. Ich war 18. Er war der König der Welt. Ich war bei ihm und da unten glänzte Hollywood. Es war wie im Märchen. Powerful magic. Und seine Frau Nancy brachte zu Hause die Kinder zur Welt. Er hatte ständig schöne Frauen um sich und er war unwiderstehlich. Sie hat es immer gewusst. Seine Ausstrahlung war einfach unglaublich. Er kam auf die Bühne und bevor er auch nur einen Ton sang, lag ihm das Publikum zu Füßen. Jede Frau hat geglaubt, er singt nur für sie. Ich auch. Ich war mir sicher, dieses Lied ist nur für mich. Jeder Frau ging das so. Of paradise where roses bloom. Very, very romantic. Er war sehr romantisch. Jede Frau, die jemals was mit ihm hatte, würde das bestätigen. Zärtlich, liebevoll. Er gab einer Frau das Gefühl, die Einzige auf der ganzen Welt zu sein. My stardust melody. The memory of love's refrain. Doch der große Romantiker, das war nur eine Seite. Macht, dank seiner Freunde, die ihm geholfen haben. That would help him, you know. Auf diese Freunde war Verlass. Sinatra wollte aus dem Vertrag mit Bandleader Tommy Dorsey aussteigen. Dorsey erzählte später von einem Besuch, zwei bewaffnete Männer. Sie sagten, es gibt da ein Problem, wir brauchen Sinatra. Und sie wollen doch sicher nicht tot sein und nie wieder einen Vertrag haben. Warum machen wir also nicht einfach einen Deal? Haben sie ihre Waffen gezeigt? Oh ja, sie mussten nur ihre Mäntel zurückschlagen und man konnte den Revolverlauf sehen. Dorsey hatte also Angst? Und ob. Er sagte, Sinatra könne sofort gehen. So ging es mit Franks Karriere steil bergauf. Einer der bewaffneten Besucher, die Frank Sinatra freipressten, war einflussreicher Partner von Mafia-Chef Lucky Luciano. Luciano selbst saß zu dieser Zeit hinter Gittern. Doch seine Macht war ungebrochen. Sein Wort Gesetz.
Nach Kriegsende schoben die USA Luciano in seine Heimat ab, nach Italien. Sinatra war zu dieser Zeit in Miami, in einer Villa mit den Fischetti-Brüdern. Die Fischettis waren Cousins von Al Capone, wohl die zweitmächtigsten Leute der Unterwelt von Chicago. Schon bald gab es Grund zu feiern. Luciano war die Flucht aus Italien gelungen. Nach Kuba, vor die Tore der USA. Bordelle, Spielcasinos, sogar Abtreibungskliniken. Was in den USA verboten war, war auf Kuba ein Riesengeschäft. Kuba war ein Mekka für Gangster und Kriminelle. Für Luciano die Insel seiner Träume. 1947 nahm Frank Sinatra eine Pan Am-Maschine nach Havanna. Im Gepäck ein Aktenkoffer mit angeblich 2 Millionen Dollar. 16 Millionen Dollar wären das heute. Warum? Für wen? Nun, er kam mit den Fischetti-Brüdern aus dem Flugzeug. Es ist bekannt, dass Mitglieder der Mafia enorme Summen an Bargeld zu Luciano nach Kuba brachten. Der Journalist Lee Mortimer beschuldigte Sinatra. Ich soll eine Aktentasche nach Kuba gebracht haben. In dieser Tasche waren Skizzenblöcke und Stifte. Aber Lee Mortimer, wohl einer der bösartigsten Medienvertreter der Welt, behauptet, in dieser Aktentasche seien 2 Millionen Dollar gewesen. Wenn jemand 2 Millionen in diese Tasche hineinkriegt, dann gebe ich sie ihm. Seine Erklärungen waren nicht glaubhaft. Sinatra wurde zwar ein ziemlich guter Maler, aber seiner Frau Nancy zufolge begann er mit der Malerei erst nach seiner Reise nach Kuba. Luciano brauchte Geld, viel Geld. Für neue Spielcasinos, für Rauschgifthandel, für Schmuggelrouten. Also lud er die Top-Mafia-Größen in sein Hotel nach Kuba ein. Er bewirtete seine Freunde, Mafiosi, Gangster, Kriminelle und Frank Sinatra. Luciano und Sinatra sollen sich prächtig verstanden haben. All das hat Sinatra immer geleugnet. Später behauptete er, er wisse nicht einmal genau, wer Lucky Luciano sei. Der damalige Oberkellner des Hotels erinnert sich an ganz andere Szenen. Sinatra hat gesagt, das sei alles gelogen. Aber es stimmt, ich weiß es. Ich habe sie selbst bedient. Gebucht hatte Luciano Zimmer Nummer 724. Doch dort waren nur die Bodyguards. Luciano war vorsichtig. Zu viele trachteten ihm nach dem Leben. Er hatte seinen eigenen Aufzug in den zweiten Stock und wohnte im Zimmer neben Frank Sinatra. Während des Mafia-Treffens war das hier das Zimmer von Frank Sinatra. Sinatra teilte sich den Wohnbereich mit Luciano und dem Finanzboss der Mafia, Mayor Lansky. Luciano war in diesem Zimmer hier, allein. Und dort im Zimmer Nummer 213 war Mayor Lansky. An diese Begegnung im Hotel in Kuba wollte Sinatra sich später nicht mehr erinnern. Sie wissen nur, was Sie ausgesagt haben? Ich habe Herrn Luciano nie irgendetwas gegeben. Ich habe ihm nur im Speisesaal eines Hotels in Havanna mal die Hand geschüttelt. Frank Sinatra, Lucky Luciano und Mayor Lansky. Wenn ich bedient habe, waren meist nur diese drei da. Wenn ich hereingekommen bin und Sie sich gerade unterhalten haben, haben Sie das Thema gewechselt. Sie haben gedacht, ich würde gut Englisch sprechen und könnte Sie belauschen. Also haben Sie nicht weitergeredet. Sie haben gewartet, bis ich das Frühstück serviert hatte und dann bin ich sofort wieder hinausgegangen. Musik
I get no kick from champagne. Niemand weiß, wie viel Sinatra wirklich von Lucianos Geschäften wusste. Luciano plante das Vorgehen gegen ein Mafia-Mitglied namens Ben Bugsy Siegel. Er hatte wohl die Eröffnung eines großen Casinos in Las Vegas vermasselt und Geld anderer Mafiosi veruntreut, auch von Sinatras Freunden, den Fischettis. Das lässt die Mafia nicht durchgehen. Siegel hatte das Casino Flamingo mit Mafiageld gebaut. Ein Teil davon war verschwunden. Das sollte Siegel mit dem Leben bezahlen. Genau. Es hieß, Siegel hätte gestohlen. The word was that Siegel had stolen. Sinatra kannte Siegel gut, sehr gut. Und wollte auf ganz eigene Weise von ihm Abschied nehmen. Eine Frau namens Virginia Hill lebte mit Siegel zusammen in Beverly Hills. Virginia Hill war Schauspielerin, war aber vor allem als Bettgenossin zahlreicher Mafia-Größen bekannt. Für die Mafia war klar, Virginia Hill reiste regelmäßig in die Schweiz, um Mafia-Gelder auf ein geheimes Konto zu deponieren. Dafür sollte Siegel bezahlen. Zusammen mit einem Freund ging er zurück zu seinem Haus, um Zeitung zu lesen, die Rennergebnisse anzuschauen oder so. Sie saßen auf dem Sofa im Wohnzimmer. So wie die Mafia funktioniert, hatte man ihn gewarnt. Er muss gewusst haben, dass er äußerst vorsichtig sein musste, weil einige Leute sehr verärgert waren. Umsonst. Siegels Mörder wartete vor seinem Haus. Einer Quelle zufolge bezahlt von Sinatras Freund Charles Fischetti. Gegen 10 Uhr abends sprang das Fenster in 1000 Stücke. Jemand muss draußen ein Gitter raufgeklettert sein, hat die Waffe auf ihn gerichtet, ihm eine Kugel nach der anderen in den Kopf geschossen. What were his injuries? What had happened to him? Seine Verletzungen waren unbeschreiblich. Sein Gesicht, einfach alles, war vollkommen zerschmettert. Schrecklich. Einfach schrecklich. Ich glaube, 16 Kugeln hatten ihn durchsiebt. Und Sinatra bestand darauf, persönlich Abschied zu nehmen. Wir gingen in das Haus und saßen dann dort. Es war irgendwie unheimlich. Da war eine Aura der Gewalt. Sie war überall spürbar. Zusammen mit seiner damaligen Freundin setzte Sinatra sich auf das Sofa, auf dem Siegel gestorben war, und trank Champagner. Ist das nicht makaber? Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ich glaube nicht, dass das eine Rolle gespielt hat. Bei Frank wusste man nie. Er war eine vielschichtige Persönlichkeit. Vielleicht hat es doch eine Rolle gespielt. Vielleicht hat ihn das Makabre angezogen. War Sinatra all das gleichgültig? Oder reizte es ihn sogar? Ständig sind irgendwelche Leichen aufgetaucht. Sinatra verkehrte dauernd mit diesen Leuten. Machte ihm das nichts aus? Nein, es war ihm egal. Er glaubte wohl, es sei mehr Schein als Sein. Natürlich gibt es einem zu denken, wenn man Leute kennt, die alle nacheinander ermordet werden. Hat ihn das irritiert? Nein, überhaupt nicht. Frank Sinatra has amazed the entertainment world with his dramatic prowess. Ich glaube, Sinatra war nur ein Gangster im Herzen, nicht in der Wirklichkeit. Sinatra und Luciano blieben weiterhin befreundet. Sinatras Diener erinnert sich an einen Besuch in Rom. Sie betraten ein Hotelzimmer. Und Luciano saß dort im Dunkeln, regungslos. Frank fragte, was machst du hier? Lucky hat auf ihn gewartet. Er habe gewusst, er kommt in die Stadt. Er wollte einfach nur Hallo sagen. Wir alle haben uns zu Tode erschrocken. My funny Valentine,
Sweet comic Valentine. Sinatra riskierte viel für Lucky Luciano, bis zu dessen Tod. Noch Jahre nach der Kuba-Geschichte erhielt das FBI Berichte. Sinatra soll Luciano Bargeld nach Italien gebracht haben, genauso wie vorher angeblich nach Kuba. Der Pakt mit dem Teufel hatte Sinatra geholfen auf seinem Weg nach oben. Doch eben dieser Pakt drohte seine Karriere von heute auf morgen zu beenden. Sein Treffen mit Lucky Luciano auf Kuba war der Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben. Und Sinatras Feinde warteten nur auf eine Gelegenheit. Der Zeitungstycoon William Randolph Hearst mochte weder Sinatras politische Einstellung noch seine Verbindungen zur Mafia. Hearst war ein erbitterter Gegner des Kommunismus und Sinatra war für seine liberale Gesinnung bekannt. Er machte sich für die Harmonie zwischen Rassen und Religionen stark. God created everybody. He didn't create one people better than another. Your blood's the same. Als er in einem Film einen Pfarrer spielen sollte, schrieben die Zeitungen, er wolle nur sein Image als Schlägerkumpan loswerden. Die Karriere taumelte. Seine Filme wurden immer öfter zum Flop. Doppeltes Dynamit brachte riesige Verluste. Im Showgeschäft stellte man sich schon die Frage, ist Sinatra am Ende? Sinatra war gebrochen. Seine Frau Nancy erinnert sich, wie er sich tagelang nach Palm Springs zurückzog, um allein zu sein. Und dann trat, nur einen Monat vor seinem 10. Hochzeitstag, die Frau in sein Leben, die ihm den Rest geben sollte. Sie war kühn und schön, begehrt von allen Männern, die ihr begegneten. Manch einer tat alles, was in seiner Macht stand, um sie zu erobern. Ava Gardner, Hollywood-Star, erfolgreich, begehrt. Respektlos und trinkfest wie Sinatra selbst. Einfach hinreißend. Sie war irgendwie anders, wunderbar, sehr anständig. Aber sie konnte auch fluchen wie ein Seemann. Ava war zunächst skeptisch. Weil er eine Waffe hatte und gern auf alles Mögliche schoss. Auf einer gemeinsamen Autofahrt feuerte Sinatra aus dem Fenster, um zielen zu üben. Das machte ihr Angst. Sie hat seine Unsicherheit verstanden, die ihn oft arrogant, schwierig machte. Er hat sie so sehr geliebt, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Weil sie von allen verehrt wurde, wollte sie alles haben, genau wie er. Er ist sozusagen seinem persönlichen Waterloo begegnet. Sinatra war eifersüchtig auf ihren Erfolg. Ihr Stern ging auf, seiner sank. Sie konnten sich sogar wegen einer Tasse Kaffee streiten. Sie waren kaum aufgestanden, schon wurden Türen geknallt und der Streit war in vollem Gang. Und dann legte er mit seiner Tirade los. Sie hat mich Gangster genannt. Eigentlich hat es ihm sicher gefallen. Die Beziehung zu Ava Gardner machte Sinatra kaputt. Bald konnte er nicht einmal mehr singen. Ich habe ihm oft zugeschaut und ich schäme mich nicht. Ich habe oft geweint. Es war unerträglich, diesem Mann zuzuhören und zu sehen, wie Leute den Saal verlassen haben. Ava war erfolgreich und sie war untreu. Beides quälte ihn. Er hatte das gewisse Etwas verloren.
Angst, schwache Nerven. Er musste mit den Proben aufhören. Der Wille fehlte. Nur die Mafia-Clubs ließen ihn noch auftreten. Er bekam keine Engagements mehr, bekam sein Leben nicht mehr in den Griff. Doch sie waren für ihn da und er verhielt sich loyal, stellte keine Fragen. Sogar der Mafia-Boss von New Jersey, Willie Moretti, befahl Sinatra, zu seiner Frau zurückzukehren. Verzweifelt rief er Eva von einem Hotel aus an, um sich von ihr zu verabschieden. Sie sagte, auf Wiedersehen, wo gehst du hin? Er sagte, dahin, wo ich gehe, kannst du nicht mitkommen. Das machte ihr Angst und dann hörte sie einen lauten Schuss. Das war in seinem Hotelzimmer um 4:30 morgens. Als sie in sein Zimmer gingen, lag er im Bett und schlief friedlich. Am nächsten Tag stellte sich heraus, er hatte in die Matratze geschossen. Seine Frau Nancy erklärte die Ehe für gescheitert. Die MGM-Studios fürchteten einen Skandal. Eva Gardner und Frank Sinatra sollten schnellstmöglich heiraten. Auf ihre Hochzeitsreise in den Süden vergaßen sie sogar, das Gepäck mitzunehmen. Sinatra schlitterte mit der Ehe in den Abgrund. Er nahm eine Platte auf, die nicht einmal Eva gefiel. Sie sagte zu mir, lass uns die Platten auflegen und so tun, als würden sie uns gefallen. Er dachte, sie würden uns wirklich gefallen. Doch sie wollte nur seinem Ego schmeicheln. Das war ihre Art. Eva reiste nach Kenia, um dort den Film Mogambo zu drehen. Sinatra begleitete sie. Sie bezahlte sein Ticket? Ja. Zu Hause hatte Sinatra nichts mehr zu verlieren. Er war pleite, hatte alles verloren. Sie haben sein Haus in Palm Springs versiegelt, sein Büro, alles. Er hatte alles verloren. Evas Erfolg, sein Versagen. Für Sinatra war es die Hölle. Sie sagte, ich bin mir sicher, er wird wieder Erfolg haben. Wir werden uns trennen müssen, aber er wird wieder Erfolg haben. Aber jetzt kann ich ihn doch nicht alleine lassen, wo er am Boden ist. Wenn sie ihn verlassen hätte, wäre er völlig am Ende gewesen. 1952 flog Eva Gardner nach London, um das gemeinsame Kind abzutreiben. Sinatra reiste allein in ein Strandhotel am Indischen Ozean. Er saß am Strand, spielte auf dem Klavier. Unrasiert, verloren. In dieser Zeit war einfach alles schwierig für ihn. Er geriet von einem Problem ins nächste. Sein Privatleben, seine Karriere. Sinatra schien in jeder Hinsicht am Ende. Geld, Macht, er besaß alles und hatte alles verloren. Ganz unten angekommen, erinnerte sich Sinatra an die Männer, die ihm schon einmal zum Erfolg verholfen hatten. Andere, jüngere machten jetzt Karriere. Nur die Mafia konnte Sinatra helfen, zurück ins Rampenlicht zu kommen. Der Vertreter der Mafia in Hollywood war der aalglatte Johnny Rosselli. Er war mächtig, geheimnisumwittert, reizend, freundlich. Und dann konnte er sich urplötzlich von einer ganz anderen Seite zeigen. But he could switch like that. Die Filmgesellschaft Columbia Pictures plante ein Filmepos über den Zweiten Weltkrieg. Sinatra wollte eine Rolle, aber er bekam keine. Er wusste es, diese Rolle würde ihn wieder zum Star machen. Rosselli konnte offenbar helfen. Sinatra überzeugte Rosselli, dass dieser Film seine Karriere wieder ins Rollen bringen würde. Und das wäre gut für Chicago und die Mafia. Rosselli traf sich mit dem Studioboss von Columbia Pictures, Harry Cohn.
Er sagte ihm einfach nur, ihr habt keine Wahl. Frank wird in dem Film mit dabei sein. Basta. Hat Rosselli selbst Ihnen das erzählt? Ja. Die Mafia hatte Hollywood fest im Griff. Der Filmboss hatte Angst? Oh ja. Angst vor Rosselli? Vor seinem Einfluss. Dass er ihn den Laden dicht machen könnte? Ja, das hätte er tun können. Sinatra bekam seine Rolle in Verdammt in alle Ewigkeit. Er spielte Maggio, einen einfachen Mann voller Komplexe. Who's the broad? My sister. Nobody's gonna do nothing. Er wollte vor dem Beginn der Oscarverleihung beten. War er religiös? Nein, im Gegenteil. In der Zeit, in der ich ihn kannte, war er nur zweimal in der Kirche. Die Mafia hatte ihn wieder zum Star gemacht. Frank Sinatra erhielt seinen Oscar als bester Nebendarsteller. Er war überglücklich. Es war fast erschreckend. Er hatte Tränen in den Augen, als er aufstand. Ich freue mich wahnsinnig und fange gar nicht erst an, allen zu danken. Zu denen er nicht gedankt hatte, gehörte auch Johnny Rosselli. Sinatra hatte es wieder geschafft. Damals hat Frank erkannt, dass es in Hollywood auf Macht ankommt. Es geht nicht um Geld. Es geht um Macht. Er war glücklich, wieder reich, wieder einflussreich und wieder verrückt. Die Mafia hatte geholfen? Ja, genau wie immer. Von unten nach ganz oben? Ganz oben. Die Mafia bot Sinatra Anteile an einem Spielcasino an. It had to be you. Frank Costello, Sinatras alter Mafia-Freund, hatte seine Finger im Spiel. Die Mafia hatte Sinatra geholfen. Jetzt war es an der Zeit, sich zu revanchieren. Er zog also das Publikum in die Casinos. Nicht nur das. Wenn Sie in Chicago einen neuen Laden aufgemacht haben, wer ist dann wohl am ersten Abend dort aufgetreten? Frank Sinatra. Berichten an verschiedene amerikanische Bundesbehörden zufolge galt Sinatra als Eigentum der Mafia. Es war also kein Akt der Nächstenliebe, dem armen Frank noch eine Chance zu geben. Es ging darum, den Gewinn zu steigern. Ja, es war einfach eine Art zu sagen, wir schulden dir was und du schuldest uns was, mein Freund. Du schuldest uns verdammt viel. Und er bekommt die Chance, die Schuld einzulösen. Sinatra hilft Kennedy ins Weiße Haus, im Auftrag der Mafia. Doch er wird vom Täter zum Opfer der Unterwelt. Ein Leben zwischen Abgrund und Erfolg, Rampenlicht und Krise. Auch privat bleibt das Glück eine ewige Suche. You make me feel so young. You make me feel like spring sprung. Every time I see you grin. His career. Er war kein Opfer, er war ein Teil der Mafia. Sinatra hatte einen geheimen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Oh ja, er war einer von uns. US-Top-Mafia-Boss Lucky Luciano förderte Sinatras Karriere. Im Gegenzug riskierte Sinatra viel. Mehrere Millionen Dollar soll er für die Mafia ins Ausland geschmuggelt haben. Sinatra wollte ein Gangster sein. Frank Sinatras Erfolg hatte einen hohen Preis. Es war, als hätte er zwei Herzen. Eins für das warme und eins für das kalte Blut. Und eins für die Frauen. Seine leidenschaftliche Affäre mit Hollywood-Diva Eva Gardner zerstörte seine Ehe und beinahe ihn selbst. Aber auf seine dunklen Freunde war Verlass.
Am Tiefpunkt seiner Karriere verschaffte ihm die Mafia eine Filmrolle. Für Verdammt in alle Ewigkeit erhielt Sinatra den Oscar. Damals hat Frank erkannt, dass es in Hollywood auf Macht ankommt. Es geht nicht um Geld, es geht um Macht. Macht zog Sinatra magisch an. Er unterstützte Kennedys Wahlkampf im Auftrag der Mafia. As we face the coming great challenge, we too shall wait upon the Lord. Doch er sollte in die Schusslinie geraten, zwischen dem organisierten Verbrechen und der Politikmaschinerie. In den späten 50er Jahren hatte Sinatra sein Tief erst einmal überwunden. It's no good unless he loves you. All the way. Seine Ehe mit Eva Gardner war nach 6 Jahren am Ende. Doch ohne sie zu leben war ebenso hart wie mit ihr. All the way. Seinen Schmerz erstickte er mit käuflicher Liebe, kurzen Affären. Er wollte vergessen. Eigentlich war er ein sehr einsamer Mann. Er sprach nicht viel, wenn er allein war, las er oder starrte einfach nur auf den Fernseher. Sam Giancana war der Gangsterboss von Chicago. Seine Macht reichte von Kuba über Las Vegas bis Hollywood. Ihn beauftragte Lucky Luciano, Gottvater der Mafia in den USA, sich um Sinatra zu kümmern. Giancana kam schon recht früh ins Spiel. Er regelte die wirklich wichtigen Dinge für Sinatras Karriere. Giancana übernahm. Bei diesen Leuten ist es so, wenn ihnen Geschäfte gehören und sie aus dem Leben scheiden, dann fallen diese Geschäfte eben anderen zu. Der Filmstar Jules Brunner und sein Sohn sollten mit Sinatra und Giancana in Urlaub fahren. Giancana sah aus wie eine verfaulte Honigmelone. Es gab nichts Schönes an ihm. Das war Frank Sinatras neuer Freund. Sam konnte töten, foltern, so lange zuschlagen, dass man sich nur noch wünschte, tot zu sein. Ein perfekter Gentleman. Frank mochte ihn. Aber er folterte, verstümmelte Menschen. Natürlich, ich weiß nicht, was in Franks Kopf vorging. Er mochte ihn. Giancana besuchte das Filmset von Verdammt sind sie alle. Zusammen mit Sinatra, Shirley MacLaine und Dean Martin. Eines Abends richtete Shirley MacLaine, damals 24, eine Wasserpistole auf den Mafia-Boss. Genau in diesem Moment kamen Dean Martin und Frank Sinatra in die Küche. Sie sahen, wie ich die Wasserpistole auf Giancana richtete und wie Giancana mich mit seiner 38er bedrohte. Sie lachten und fielen dabei auf die Knie. Und sie sagten, ist schon okay, Sam. Sie ist nur ein Kind, sie ist in Ordnung. Sinatra und Giancana. Den einen erregte die Macht des anderen. Vielleicht mochte Giancana Sinatras Popularität und Sinatra Giancanas Ruf. Beide hielten sich nicht an die Regeln. Sie stellten ihre eigenen auf. Sie eröffneten gemeinsam ein Casino, die Cal Neva Lodge, am schicken Lake Tahoe in Kalifornien. Da oben, das ist eine andere Welt, nahe bei Gott, einfach wunderschön. Der Gott dieser Welt war Sam Giancana, Sinatras geheimer Geldgeber. Wir führten ihn als Dr. Sam Mooney, er war sehr kühl. Auf dem Dach des Casinos war ein Hubschrauberlandeplatz. Niemand sprach davon. Sie hatten Angst vor Giancana. Warum hatten sie Angst? Er war ein enger Freund von Sinatra. Frank wollte aber nicht, dass irgendjemand erfuhr, dass Giancana dort war.
This was Frank's place. In den Casinos von Nevada hatte Mafia-Boss Giancana Hausverbot. Das Cal Neva lag auf der Staatsgrenze zwischen Nevada und Kalifornien. Die Apartments lagen in Kalifornien, das Casino in Nevada. Der Pool lag zur Hälfte in Kalifornien, zur anderen in Nevada. Man musste aufpassen, wo man herumschwamm. Als Gangster? Als Gangster. Ein geheimer Tunnel führte von Sinatras Apartment in das Casino. Es ist falsch, dass Schauspieler die Nähe von zwielichtigen Gestalten suchen. Vielmehr suchen diese seit Jahren die Nähe der Schauspieler. Ich hatte kein einziges Mal eine geschäftliche Vereinbarung mit anderen als rechtschaffenen Menschen. Dafür liefen die Geschäfte einfach zu gut. Sie zählten das Geld in Bündeln, nicht in Scheinen. Sie zählten es in Bündeln. Die Mafia-Geschäfte auf Kuba hingegen liefen miserabel, seit Fidel Castros Machtübernahme. Die Stimmung der Kubaner richtete sich gegen alle Symbole des alten Regimes. So wurde Las Vegas zum neuen Havanna, zum Mekka der Spieler. Und Frank Sinatra war der Star. Für jemanden wie mich war er ein König. Sinatra stand einen halben Meter von mir entfernt. Dann ging das Licht an und er sagte, lass uns an die Arbeit gehen. She gets hungry for dinner at 8. Loves the theater, doesn't come late. She'd never bother. And this guy, dieser Typ geht durch das Publikum und die Menge tobt. Nur weil er da ist, weil er wirklich da ist. He is here. It is him. It's magic. Doesn't like crap games with the barons and earls. Will not go to Harlem dressed up in ermine and pearls. She won't dish the dirt with the rest of those girls. That's why this chick is a tramp. Sinatra lockte die Spieler zu Tausenden in die Casinos. Und sie verloren ihr Geld an die Mafia. Er verlieh Dingen Glamour, die überhaupt keinen hatten. Sinatra spielte eine wichtige Rolle. Er lockte die Leute nach Las Vegas zu einer Zeit, in der die meisten nicht gekommen wären, wenn sie gewusst hätten, dass Mörder hier ihre Finger im Spiel hatten. Aber sie kamen, um Frank zu sehen. Er übernahm die Öffentlichkeitsarbeit. Sinatra war einer der reichsten Entertainer der Welt. Doch seine Befehle erhielt er von der Mafia. Es ging darum, den Leuten die Kohle abzunehmen. Es gibt keine Gefühle, kein Charakter, keine Liebe, nur zum Geld. Hatte ein Spieler eine Glückssträhne, wurde Sinatra ins Casino bestellt. Eine ganz bestimmte Person in New York rief Sinatra an, befahl, raus aus dem Bett, zieh dein Toupet an und komm hierher, um deinen verdammten Job zu tun. Dieser Job war, den Gewinner so lange spielen zu lassen, bis er verlor. Frank kam und innerhalb der nächsten Stunden bekamen wir unser ganzes Geld zurück. Und ganz nebenbei liebte der Typ es, rumzusitzen und Baccarat mit Sinatra zu spielen. Sinatra war der König, Herr in seinem Universum. Sein Wort war Gesetz und seine Launen spektakulär. Eine total seltsame Person. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Er war ein Machtmensch und sorgte dafür, dass jeder es wusste. Mal war er verschwenderisch großzügig, dann wieder demütigte er Kellner und Croupiers. Er konnte ununterbrochen Schimpfworte über dich ausgießen, schreien, brüllen, Karten ins Gesicht werfen. Man musste einfach dastehen und es ertragen. Leibwächter beschützten ihn. Er geriet in so manche Streiterei. Wurden Menschen verletzt? Manchmal. Schwer? Ja.
Sinatra lud Showgirls in ein Restaurant ein, das Tony Montana führte. Wenn er sich volllaufen ließ oder eine komische Laune hatte, fiel Sinatra über die Betreffende her, nannte sie Hure. Aber diese Mädchen wussten es besser, sie waren Showgirls. Sie wussten, die kleinste unerwünschte Bemerkung kostete sie ihren Job. Keine konnte sagen, würden Sie sich bitte benehmen. Das konnte man nicht machen. Wir hatten ständig Angst, dass er von denen gedeckt wurde, die über uns standen. Sie haben mich einbestellt. Die Gangster? Mhm. Die Trinkerei entfesselte die Dämonen. Diese Dämonen zeigen, er hatte vor etwas Angst, deshalb war er aggressiv. Um sicher zu sein, dass er die Macht und die Kontrolle behielt. Sinatra und seinen Freunden lag die Welt zu Füßen. Sie waren so, wie jeder Mann in Amerika sein wollte. Lässig, cool. Man sitzt da und feiert, hat Spaß mit den coolsten Typen der Welt. Leute, die jedermann jeden Tag bewunderte, über die man sprach. Die Presse sprach vom Rat Pack, vom Rattenpack. Tagsüber drehten sie Frankie und seine Spießgesellen. Ein Film über einen Coup in einem Casino. Und nachts traten sie im The Sands auf, an dem die Mafia und Sinatra Teilhaber waren. Sinatra war also auf dem Zenit der Macht? Absolut. Auf jeden Fall. Jede Nacht gab es eine Party. Das waren Menschen, die eine gewisse Elektrizität ausstrahlen, die ein sichtbares Charisma hatten. I'll never know what made it so exciting. Die Frauen lagen ihnen zu Füßen. Es regnete Hotelzimmerschlüssel. Sie warfen ihm Schlüssel zu? Oh ja, und Unterhosen natürlich auch. Das Personal musste dicht halten, auf Anweisung der Mafia. Man plauderte nichts aus. Egal, was man sah? Ganz genau. Und was sah man? Sie haben nichts ausgelassen. Es waren immer vier oder fünf gleichzeitig im Bett. Jeder geheime Wunsch wurde erfüllt. Unsere Spezialität. In der Sauna des Hotels tummelten sich Prostituierte. Sie hatten Tische aufgestellt. Wenn man gerade ein großes Spiel machte, gab es immer ein paar Mädchen, die einen unter dem Tisch sexuell befriedigten. Seine größte Aufgabe hatte Frank Sinatra noch vor sich. 1960 kam der Mann nach Las Vegas, der Präsident werden sollte. Jack Kennedy traf Sinatra im The Sands. Sinatra, John F. Kennedy. Sinatra und JFK, so wollte Frank sie beeindrucken. Er kam für das, wofür Vegas berühmt war. Frauen, Partys, Spaß. Kennedy wusste, dass er in Franks Gegenwart einfach nur fragen musste. Wenn Frank da ist, bekommst du alles. Er kam in unser Hotel und wusste, hier ist er sicher. Er konnte machen, was er wollte. Alles. Kein Gerede? Niemals. Das Spiel mit der Macht faszinierte Sinatra. Aber es war auch ein Spiel mit dem Feuer. Doch in jenen berauschenden Tagen 1960 gab es noch keine dunklen Schatten. Kennedy suchte die Unterstützung der Stars. How'd it come off? Like a charm. Same here, fantastic. Und er bekam sie vom Rat Pack. Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford und Sammy Davis Jr. Der Schauspieler Peter Lawford war Kennedys Schwager. So bekam JFK in Las Vegas alles, was er für seinen Wahlkampf brauchte. Und mit Sammy Davis Jr. auch noch einen Schwarzen. Er sollte für Kennedy die Stimmen der Minderheiten holen. Und Frank Sinatra hatte sogar noch mehr zu bieten. Seine Verbindung zur Mafia. Sinatras Freund Mafia-Boss Giancana sollte helfen, die Stimmen in Chicago für Kennedy zu sichern.
Ein früherer Versuch, einen Kontakt zu Giancana über den Gangster Jimmy Ello herzustellen, war fehlgeschlagen. Sie wussten, Chicago war für die Wahl entscheidend. Jemand sollte eine Verbindung mit Giancana in Chicago aufnehmen? Ja, aber mein Onkel wollte sich nicht in politische Angelegenheiten einmischen. Wer wurde also der Verbindungsmann? Ich weiß nur, was ich gehört habe. Offensichtlich wurde es Sinatra. Kennedy und sein Vater besuchten Sinatra in Palm Springs. Joe Kennedys wollte, dass sein Sohn Präsident wird. Er nahm alles in Kauf, um das zu erreichen. Kennedys Vater hatte eine Botschaft für den Mafia-Boss. Chicago, Chicago. Frank Sinatra sollte sie überbringen. Chicago, Chicago, I'll show you around. Die Mafia sollte in den rauen Chicagoer Wahlbezirken für Kennedy werben. Also trat Sinatra an ihn heran und unterbreitete ihm, was sie alles für uns tun würden, wenn Kennedy die Wahl gewinnen sollte. Und das war gar nicht mal so wenig. Giancana erwartete einen Freifahrtschein aus dem Weißen Haus. Er glaubte, dann hätten wir den Präsidenten in der Tasche. Was erhoffte Giancana sich von der Beziehung zu JFK? Einen guten Kontakt zum Präsidenten. Über Frank Sinatra? Natürlich. Sinatra schmückte Kennedys Nominierungsparty in Los Angeles mit allerhand Stars. Frank dachte, Kennedy sei ein intelligenter, ein großartiger Mann für unser Land. But the new frontier, of which I speak, is not a set of promises. It is a set of challenges. Ich stand direkt neben Dean Martin, als er Sinatra sagte, die verarschen dich. The Kennedys. Ja, er sagte, Frank, du hast keine Ahnung, was du da tust. Doch Sinatra setzte große Hoffnungen auf Kennedy. Schwarze Entertainer durften nicht in den Hotels übernachten, in denen sie auftraten. Sinatra wollte, dass das aufhört. Einige von den sehr berühmten afroamerikanischen Stars, Sammy Davis zum Beispiel, mussten in einem Wohnwagen hinter dem Hotel wohnen. Das war furchtbar. Man rief sie raus, sagte ihnen, wann sie auf die Bühne sollten, und nach dem Auftritt wurden sie sofort wieder in den Wohnwagen geschickt. Wie kleine Ferkel, wie Tiere. Frank war der Erste, der Sammy Davis Jr. dazu brachte, sich im Hotel anzumelden. Und das Hotel spielte mit. Die waren erschrocken, doch Sinatra sagte, ich brenne das Hotel ab, wenn ihr ihm kein Zimmer gebt. Doch das war nur eine Seite. Er war eine sehr komplexe Persönlichkeit. Rassenunterschiede waren ihm nahezu egal. Derselbe Mann, der jemanden als schwarzen Nigger beschimpfte, fuhr im ganzen Land herum und warb für eine schwarze Schule. Er glaubte fest daran, Kennedy würde Amerika verändern. Am Tag der Wahl sandte Giancana sein Mafia-Fußvolk aus, um Chicago für Kennedy zu gewinnen. Wir erzählten den Leuten, was alles geschehen würde, wenn Kennedy ins Amt käme. Und alle gingen wählen. Sie brachten den Mann ins Weiße Haus. Wenn er Chicago nicht gewonnen hätte, hätte er niemals gewonnen. Kennedy gewann, um Haaresbreite. Frank wartete, dass Nixon zurücktrat. Er rief sogar im Hotel an und sagte, erklärt diesem Hurensohn, er soll zurücktreten. Mr. Kennedy, Senator Kennedy, will be the next president of the United States. Giancana hatte tausende Stimmen für Kennedy geholt, viele davon gekauft. Giancana glaubte wirklich daran, dass ohne seine Arbeit, ohne das Geld, das er in die Wahl investiert hatte, Nixon Präsident geworden wäre. Sinatra begann, die Antrittsfeier für Kennedy zu organisieren. You're just too marvelous
Er hatte ein großes Ziel. Er hatte Italien im Kopf. Er wollte Botschafter werden. Ich weiß nicht warum. Stars und Gangster feierten Kennedys Sieg. Ich sagte, wir haben es geschafft. Das sagten alle von uns. Wir saßen in einer Bar und lachten. Wir haben es geschafft. Auch Mafia-Boss Giancana wartete auf Kennedys Dank. Er hatte nicht nur geholfen, ihn zum Präsidenten zu machen, er war auch Teil eines versponnenen CIA-Plans zur Ermordung von Fidel Castro. In einem Hotel in Miami traf Giancana sich mit Spionen und Exilkubanern, um den Mord an Castro zu planen. Auch Sinatra war dort. Giancana wollte seine kubanischen Casinos zurückbekommen. Da schlug die Nachricht ein wie ein Blitz. Jack Kennedy hatte seinen Bruder Robert zum Generalstaatsanwalt ernannt. Robert Kennedy erklärte dem organisierten Verbrechen den Krieg. Giancana bekam keinen Freifahrtschein. Er wurde schon bald rund um die Uhr überwacht. No comment. No comment. Er fühlte sich betrogen. Er dachte, können wir uns nicht treffen. Sinatra mit Kennedy reden lassen, das muss doch hinzukriegen sein. Aber nichts half mehr. Im Siegesrausch hatte Sinatra Kennedy in sein Haus in Palm Springs eingeladen. Er hatte ein Vermögen ausgegeben. Er hat den Pool vor das große Haus bauen lassen. Die Tennisplätze waren ganz offen. Im Hof wurde ein Hubschrauberlandeplatz gebaut. Alles wurde genau vorbereitet. Wir hatten für jedes Haus genügend Angestellte. Und dann? Sie kamen nicht. Sie gingen rüber zu Bing Crosby. Stattdessen kam Schauspielerkollege Peter Lawford. Er sagte, JFK würde es nicht schaffen. Da packte Frank ihn, griff ihn am Kragen und warf ihn die Treppe runter. Er sprach danach nie wieder ein Wort mit Lawford. Er befahl mir, alle seine Sachen rauszuwerfen, mitten auf die Straße. Für die Wahl war die Mafia nützlich gewesen. Jetzt war sie eine Bedrohung für die Kennedys. Giancana gab nicht Kennedy die Schuld, sondern Frank Sinatra. Das FBI hörte, wie Giancana sagte, ich hätte es wissen müssen, dass Sinatra mich reinlegt. Sinatra hatte viel versprochen und nichts gehalten. Als der Plan scheiterte, hatte das brutale Folgen. In einem Hotel in Miami war der Regisseur Mel Shavelson mit Sinatra verabredet. Da saßen 4, 5 äußerst zwielichtige Gestalten, starrten uns an und fragten, was wollt ihr? Ich antwortete, wir wollen mit Sinatra über einen Film reden. Sie sagten, ist das so? Und wir, ja klar, wir sind eingeladen. Dann sagten sie, nein, seid ihr nicht, er wird mit niemandem reden. Sinatra war in seinem Schlafzimmer eingeschlossen. Der Zimmerservice schickte etwas an seine Tür. Auf einem Tablett stand eine silberne Terrine mit Deckel. Sie nahmen den Deckel von der Terrine und darunter war der geschorene Kopf eines Lamms. Das ist ein Zeichen der Mafia für den Tod. Giancanas Geduld mit Sinatra ging zu Ende. Nicht mal mehr das Casino schien Sinatra für ihn im Griff zu haben. Ermittler kamen nach Calneva, um nach Gangstern zu suchen. Sinatra rief Ed Olson, den Leiter der Glücksspielkontrollbehörde, an. Er machte ziemlich deutlich, dass er einflussreicher war als der Staat Nevada und dass er sich nicht an unsere Regeln halten musste. Sinatra drohte mit einer riesigen Überraschung, sollte Olson mit den Ermittlungen fortfahren. Ich kann mir unter dieser riesigen Überraschung nur die Androhung irgendeiner Art von körperlicher Gewalt vorstellen. Etwas in der Art. Die Behörde beschuldigte Sinatra der Androhung von Gewalt gegen einen Staatsvertreter.
Sinatra deutete die Zeichen der Zeit. Er gab seine Casino-Lizenz für den Staat Nevada auf. Die Chancen für einen Prozess gegen Sinatra standen gut. Doch die Ermittlungen wurden eingestellt. Die Wahrheit über Sinatra war für die Kennedys zu gefährlich. Mitarbeiter des Justizministeriums versuchten erfolglos, gegen Sinatra vorzugehen. Wurden Sie behindert? Ich konnte auf jeden Fall nicht so arbeiten, wie ich es wollte. Und wer bremste Sie? Das war definitiv der Generalstaatsanwalt. Robert Kennedy? Ja. Ich glaube, es wäre eine politische Katastrophe für JFK gewesen, wenn wir Ermittlungen gegen Sinatra eingeleitet hätten. Sinatra war den dunklen Mächten entronnen. Aber für den König von Las Vegas wurde das Klima rauer. Am 22. November 1963 wurde in Dallas der Mann ermordet, den Sinatra von allen am meisten bewundert hatte. Er wurde nicht einmal zu Kennedys Begräbnis eingeladen. Sinatra war zu peinlich geworden. Zwei Wochen später wurde sein Sohn Frankie von Kidnappern verschleppt, tauchte aber bald wieder auf. Sinatras Welt veränderte sich. In Las Vegas verschwanden die von der Mafia geführten Casinos. Die Großindustriellen übernahmen die Macht. Im Mittelpunkt der egozentrische Millionär Howard Hughes. Er wollte der Größte von allen sein. Er wollte niemanden neben sich haben. Er gab nicht besonders viel darauf, was sich in der Welt des Entertainment abspielte. Es war ihm also nicht wichtig, ob Sinatra blieb oder verschwand. Nichts war ihm gleichgültiger. Auf Hughes' Befehl hin bekamen Entertainer im Hotel Casino The Sands keinen Kredit mehr. An dem Ort, den er geholfen hat aufzubauen, erklärt ihm dieser Einsiedler, dass er nicht mehr anschreiben darf. Wissen Sie, was das heißt, Sinatra keinen Kredit mehr zu geben? Das ist verrückt. Frank Sinatra rastete aus. Betrunken randalierte er, griff den Vizepräsidenten des Casinos an. Das war das letzte Mal, dass wir im Sands waren. Von dort ging es direkt ins Caesars Palace. Selbst für die Mafia war Sinatra untragbar geworden und nutzlos. Ich überbrachte ihm die Nachricht, er solle sich benehmen. Was wäre passiert? Jemand hätte ihn dazu gebracht. Und auch auf der Showbühne wartete eine neue Bedrohung. Die 60er. Es ging nicht einfach nur um Rock'n'Roll. Es ging um Vietnam. Er verstand nicht, dass eine ganze Generation diese Musik liebte, dass sie uns ansprach. Die Vietnam-Generation fühlte sich von Sinatra nicht angesprochen. Er war einfach zu smart, zu gut angezogen. Das war vor Vietnam so angesagt. Vietnam veränderte alles. Dem ganzen Las Vegas-Apparat war ein Dolch mitten ins Herz gestoßen worden. Dann gingen die Beatles auf Amerika-Tournee. Wissen Sie, die Beatles waren nichts im Vergleich zu seiner Popularität. Und dann ziehen sie dir den Teppich unter den Füßen weg. Von der jungen Generation wusste bald keiner mehr, wer Frank Sinatra war. Er heiratete die Schauspielerin Mia Farrow. Sie war 21. Er sagte immer wieder, er wolle sie heiraten. Er beauftragte die Sekretärin, einen Ring für sie zu kaufen. Für mich war sie nur ein weiteres Mädchen. Ava war immer klar, dass sie sich in einen 12-jährigen Jungen verliebt hatte. Die Ehe war kurz.
Sie ging als Hippie nach Indien. Er blieb zurück, in die Jahre gekommen, mit Arthritis in den Fingern. Er wollte Anerkennung von der ganzen Welt. Ein Mann voller Wut? Viel Wut. Zum ersten Mal sprach er davon, sich zur Ruhe zu setzen. Paul Anka schrieb den Text zu einem Song, der seine Hymne wurde. Das erste Mal, als er mir erzählte, dass er sich wirklich zur Ruhe setzen wollte, da hatte er es wirklich satt. Die Presse, die Regierung, die ganze Sache mit der Mafia. I've lived a life that's full. Old Blue Eyes. I traveled and every highway. You know, er ist ein Duelltyp, er oder ich. Aber er hat auch eine andere Seite, einfühlsam, rücksichtsvoll. I did it my you know, he had a heart. Er hatte ein gutes Herz. Ich kenne viele Leute, denen er geholfen hat. Zum Beispiel als Sammy Davis Jr. sein Auge verlor. Da war Frank der Erste, der getan hat, was er konnte. Er hat sich gekümmert. Niemand wollte glauben, dass Sinatra wirklich aufhört. Hier in der Mitte des Bildes ist Frank Sinatra. Und niemand wollte glauben, dass er immer noch Verbindungen zur Mafia hatte. Der hier war ein ganz schlimmer Kerl. Das Foto zeigt einen gealterten Sinatra mit führenden Mafia-Bossen. Und das hier links, das ist Carlo Gambino, zu der Zeit einer der mächtigsten Gangster in Amerika. Hatte Sinatra eine Erklärung für das Foto? Die einzige mir bekannte Erklärung war, dass unglaublich viele Menschen hinter die Bühne kamen, um sich mit ihm fotografieren zu lassen. Und plötzlich kamen all diese Kerle in seine Garderobe, umarmten ihn und posierten für ein Foto. Ich wollte nichts über ihren Ruf wissen. Ich fragte nicht danach. Es wäre für jeden peinlich geworden. Da waren zufällig die Gangsterbosse? Sie waren zufällig da und zufällig die mächtigsten Gangster der USA. Doch auch für die Mafia-Bosse, die Sinatra groß gemacht hatten, war die Zeit nicht stehen geblieben. Sie waren entweder tot oder hatten ihre Macht verloren. Sam Giancana bereitete sich zu Hause in Chicago auf eine Reise nach Washington vor. Er sollte bei einer Anhörung über die CIA-Pläne zur Ermordung Castros aussagen. Doch dazu kam es nicht mehr. Eine Kugel traf Giancana in den Hinterkopf, 6 weitere in den Mund. Eine Warnung an alle, die reden wollten. Johnny Rosselli, der Mann, der Sinatra in seiner tiefsten Krise die Filmrolle in Verdammt in alle Ewigkeit verschafft hatte, wurde zerstückelt in einem Ölfass gefunden. Sinatra zog sich zurück auf ein Anwesen in den Bergen oberhalb von Palm Springs, streng bewacht. So versuchte er darüber hinwegzukommen, dass Eva Gardner nicht zu ihm zurückkehren wollte. Er heiratete das ehemalige Showgirl Barbara Marx. Eva erklärte Frank, Barbara sei das Beste für ihn. In seinem Alter? Sie war offen. Sie sagte, Barbara würde bei ihm bleiben. Sie selbst nicht.
Ronald Reagan unterbrach seinen Wahlkampf, um bei der Hochzeit dabei zu sein. Von den Demokraten fallen gelassen, unterstützte Sinatra jetzt die republikanische Rechte. Und die zeigte sich erkenntlich. Sinatra erhielt eine neue Glücksspiellizenz. Alle umschwärmten ihn, als er reinkam. Ich habe Mr. Giancana niemals ins Calneva eingeladen. Ich habe ihn nie bewirtet und ich habe ihn niemals dort gesehen. Wir wussten, dass es eine Lüge war. Natürlich hatte er Giancana bewirtet. Doch die Behörden bestätigten seine Lizenz. Es war Verrat. Verrat an den Einwohnern des Staates Nevada. Reagan bezeichnete Sinatra als ehrenwerten Mann. Mir wurde klar, dass man mit ausreichend politischem Einfluss oder Zaster alles erreichen konnte. Ich meine nicht irgendwelche Bestechungen. Ich meine die reine politische Macht, die bis ins Weiße Haus reicht. Barbara brachte ihn zurück in die Konzertsäle. Zwischen 1977 und 1990 gab er nahezu 1000 Konzerte. Doch die Tage des Rat Packs waren endgültig gezählt. Sammy Davis starb, ebenso Dean Martin. Sein Zusammenbruch war irgendwie unwirklich. Ich habe Männer zusammenbrechen sehen, aber ich habe noch nie jemanden nahezu ins Koma fallen sehen. Almost comatose. He must know something, but he don't say nothing. Sinatra war ein alter Mann geworden, doch das konnte er nicht akzeptieren. Er gab ein paar Vorstellungen, die waren unglaublich, als ob plötzlich 40 Jahre verschwunden waren. Sie wissen ja, er war schon recht alt. Und manchmal hatte er zum Beispiel Gedächtnislücken. Hat er sich geschunden? Er hat sich alles abverlangt. Niemand trieb ihn? Nein. Nein. Wusste er, es ging zu Ende? Ich glaube schon. Ich sah ihn nachdenken. Man konnte seine Gedanken geradezu lesen. You could read his mind almost. That last performance that he had. Nach seinem letzten Auftritt, dem letzten Konzert in Fukuoka in Japan, stiegen wir alle in den Bus. Das Orchester steigt nach den Auftritten immer in den Bus. Und es wird immer irgendwas geschwätzt. Diesmal herrschte Schweigen. Einige von den Leuten hatten Tränen in den Augen. Wir wussten, das war's. Wir waren alle traurig. Am nächsten Tag reisten wir zurück in die Staaten. To come back to the States. Sinatra zog sich in ein Strandhaus in Malibu zurück, mit Blick auf den Pazifischen Ozean. Ich erinnere mich, wie er nach oben in sein Schlafzimmer ging. Ich folgte ihm die Treppe hinauf. Und da war dieses kleine Doppelbett und gegenüber ein Piano. Ein spartanisches Zimmer. Frank Sinatra lebte in seiner vergangenen Welt. Die einzigen Neuigkeiten kamen von den Freunden, die bei ihm waren. Einige von uns wollten so kurz vor dem Ende nicht mehr bei ihm sein. Es war so schwer, ihn leiden zu sehen. Er konnte nicht laufen, nicht aufstehen. Er wollte nicht mehr leben. Einen besonders teuren Menschen will man nicht leiden sehen. Es war ein perfektes Ende, ganz nach seiner Art. Er hätte weiterleben können, aber er wollte nicht mehr. Er hatte tausendmal gelebt. Er wollte gehen. Einige von denen, die ihn am meisten mochten, wurden nicht zu seiner Beerdigung geladen. Ich denke oft an ihn. Ich gehe zu seinem Haus und schaue mich um. Und dann rede ich von ihm und das hilft mir klarzukommen. Das macht mich friedlich. Die Mafia-Bosse, die er so bewundert hatte, erhielten aufwendige Grabmale. Er nur einen kleinen Stein. Francis Albert Sinatra, beloved.
Das Beste kommt noch, war eingraviert. Las Vegas zollte ihm einen ganz eigenen Tribut. Für 20 Minuten gingen auf dem Strip die Lichter aus. Das war's. Und dann ging alles weiter wie gewohnt. Sinatra war eine schillernde Figur. Er war ein Star mit einem dunklen Geheimnis. Die Unterwelt ist eine üble Sache, aber sie ist in Amerika im Geschäft. In Hollywood ist sie richtig gut im Geschäft. Sinatra machte das Unannehmbare annehmbar. Doch brauchte dieser unbegrenzt talentierte Mann die Mafia wirklich für seine Karriere? I've loved, I've laughed and cried. He thought he needed him. Sinatra glaubte, dass er sie braucht. Er wollte diese Macht, diese Stärke im Rücken haben. Aus welchem Grund auch immer, hatte er diese Unsicherheit. Und er hatte dieses unglaubliche Talent, die menschlichen Emotionen zu berühren. Und die Erinnerung daran, wer Sinatra war. Ja, da haben wir es. Einen wie ihn gab es niemals zuvor. Und einen wie ihn wird es auch nie wieder geben. Er war einzigartig, der einzig Wahre. Er war unique. One and only. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.